Und weißt du, heute ist wieder so einer dieser Tage, wo ich mich frage, warum wir diese Scheiße eigentlich machen. Tja. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Eat Hardcore Modus Thailand Snacks. Rakita Bangkok Hardcore. Mensam. Selbst Peter Griffiths würde unser Schuhstimmen. Also Wir haben wieder alle möglichen Leckereien für euch aus den Untiefen des Kaufhauses herausbeschworen. Und wir haben eine kleine Mischung gemacht. Ein bisschen süß, ein bisschen herzhaft, sage ich mal. Die Küche, die örtliche Küche. Und ich weiß gar nicht, was da alles mit... Alter, wir haben so viel Scheiße. Ich weiß auch nicht. Das Problem ist, wir wissen teilweise gar nicht, was das ist. Das hier ist irgendwas vom Schwein. Das hier ist auch irgendwas vom Schwein. Das sieht verdammt widerlich aus. Das könnten die Schwänze sein. Schweineschwänze. Das Ding ist wirklich in Thailand, also ich glaube, das wird noch eine ganze Ecke Hardcore-mäßiger als das Arabian Snacks, weil Arabian Snacks war ja eigentlich so ein bisschen einfach nur süß oder Knoblauch und irgendwann war es einfach zu viel und die Datteln in dieser Salzlake, in dieser Zuckerlake, würde ich mal sagen, also bei eingelegte Datteln, waren dann auch irgendwann einfach widerlich. Aber ich glaube, das hier wird deutlich schlimmer. Hier auch. Was ist das? Irgendwas vom Tintenfisch. Aber das was? Ist irgendwas vom Tintenfisch und das sieht aus wie eine Perücke? Oder Achselhaare? Haben Tintenfische Achselhaare? Nee. Also spätestens jetzt nicht mehr. Da sieht es aus wie ein Stück Schinken eigentlich versteckt hier, siehst du? Wenn das Schinken ist. Ich sehe da nämlich keinen with Bacon oder sowas. Was haben wir jetzt irgendwie? Wollen wir vielleicht ruhig anfangen mit ein paar. Was ist denn das hier? Ich muss ein paar Übungen machen. Gut, das kann ja dauern. Wir haben hier ein bisschen Seaweed-Snacks, also wieder Seaweed-Chips quasi. Mhm. Aber da waren diese leckeren Sushis drauf, deswegen dachten wir uns, hier, ich zeig das mal gerade. Wir können mal ruhig anfangen, oder? Und es gibt auch alte Klassiker, die wiederkommen. Zum Beispiel wir haben einen alten Freund wieder gefunden. Captain Iglo Sackhaar ist wieder mit dabei. Ah, juhu. Haben wir einfach gefunden, warum nicht? Man kann's ja nicht. Die haben ja so gut nicht geschmeckt. Genau, die haben wir uns auf jeden Fall heute zuhauf rein. Und ich vermute mal, dass Captain Iglo Sackhaare heute etwas der leckereren Sachen sein werden. Wir jetzt erstmal trinken, mal zur Abwechslung mal. Nee, komm, wir essen jetzt hier, wir fangen harmlos an einfach. Boah, das geht echt. Das sind Seaweed, also Algenchips, die sehen dann so aus so ungefähr. Mit Sushi drauf, das muss einfach gut sein. Da sind so Pickel drauf, aber ist egal. Boah, lecker. Boah, echt lecker. Nehme ich direkt noch an. So, das war das Let's Eat für diese Woche, ne? Wollen wir jetzt aufhören schon mal? Ich hab mich keinen Bock, die Scheiße zu machen. Was ist das hier eigentlich? Ach, die Melonensamen-Chips. Melonensamen-Keks oder irgendwie sowas. Kekse in der Hand. Kommen wir gleich zu. Wir gehen hier mal, willst du noch ein bisschen? Ah, einnehmen. Und ich habe richtig Hunger. Ich futter mich hier durch. Man muss dazu sagen, wir haben eben noch ein Club-Sandwich gegessen vor ein paar Stunden. Und da haben wir den Flug nach Koh Samui gebucht. Das war ein Desaster. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Hätte man nicht auch ein Making-of von machen können. Hat sich über 3 Stunden hingezogen und es sind so viele Schimpfworte gefallen. Piep, piep in die Hölle. Piep, 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 piep. Oder auch piep. Sehr oft das Wort Scheiße. Das will ich nicht. Dann diverse primäre Geschlechtsorgane, auch sekundäre mit dabei. Also ganz ehrlich, ich hätte dir noch was im Magen auch, weil ich habe noch viele Überraschungen für dich heute vorbereitet. Mensch, das ist aber nett von mir. Alter, ich weiß gar nicht. Was trinkst du denn Schönes? Also, heute geht es hier mit von Oishi, das ist scheinbar eine japanische Firma, mit AM8No. Ist das eine 8? Ganz ehrlich, ist das eine 8 oder was? Amino. Oh, Aminosäuren. Amino Plus? Aminosäuren. Was war nochmal Aminosäuren? Die guten. Die guten. So sieht's aus. So, und ich fange hier an, auch von Oishi, grüner Tee. Da macht man nichts falsch, das wir ist alles noch easy. Wir fangen heute sehr seicht an. Ne? Die werden auch richtig schlimm. Das ist mit so einer komischen Frucht mit Vitamin C. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich weiß nicht mal, was das Tamarin. Ist. Prost. Zum Wohl. Grüßerchen. Ja. Auf die letzten Stunden, die uns verbleiben. Säuerlich. Bisschen apfelgeschmackig, aber künstlicher Apfel. So das hier, total lecker, grüner Tee. Mit einer leichten Note von Fuß. Nee, ich weiß gar nicht. Eine Note. Also im Abgang ist er ein bisschen. Schmeckt er ein bisschen mehlig. Ich weiß nicht, ob es Vanille ist oder so, keine Ahnung. Komisch. Das hier schmeckt ein bisschen wie. So ein Huber-Buber-Apfel. Schmeckt wie wilder Apfel, ja, echt. So, wir haben noch mehr vorbereitet. Und zwar haben wir hier diese tollen. Das wird der Sarazar gleich essen. Und ganz ehrlich, Freunde, das müssen wir kurz was erzählen. Das ist ein Fischkuchen. So sehen die aus. Ja, so sehen die aus. So sehen die aus.
Ja, Fischkuchen, das Problem ist, die sehen sehr süß aus, wir können die aber leider nicht essen. Wir wollten die nochmal zeigen, weil die muss man eigentlich heiß machen. Genau. In einem Ofen und naturgemäß haben wir im Hotelzimmer leider keinen Backofen oder sowas. Und deswegen, damit wir nicht an Salmonellen verrecken, dürfen wir die nicht essen, weil so lustig Let's Eat sind, aber sterben wäre doof. Also hätte ich keinen Bock drauf. Nee, man weiß echt nicht, kriegt man da eine Fischvergiftung oder was auch immer bei den Dingern. Deswegen wagen wir uns an diese getrockneten Snacks, aber nicht an Snacks, die man heiß machen muss. Ich würde sagen, sowas machen wir später, wenn wir noch einen drauflegen müssen im Let's Die. Ja, Let's Die ist so ein neues Format, das haben wir uns ausgedacht. So, hier. Die heben wir uns auf, das sind so Speckchips und was weiß ich, was hier die aufkommen. Die sind glaube ich, richtig ekelig. Nee, zeig die noch nicht. Wir gehen jetzt einmal durch. Ich würde sagen, wir fangen mit diesen hier als ekelhaften Dingern an und die kleben total. Und das sind, glaube ich, auch diese Furzfrüchte, ne? Diese Stinkfrüchte oder wie das heißt. Ich weiß nicht, ob das die sind. Die sehen immer so aus, die sehen schon aus wie eine Kackwurst. Kannst du mal gucken? Eine Kackwurst, wo hinten irgendwas rauswächst. Die liegt also schon ein paar Tage in der Sonne. Guck doch mal rein. Da machst du ein Kackwurstgesicht, Alter. Lass mich mal sehen. Boah, riechen extrem verzuckert. Ich glaube, das sind keine Stinkfrüchte. Nee, Stinkfrucht ist schlimmer. Das ist einfach Tamarind. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Das ist einfach so eine Frucht aus Asien, die ja oft gegessen wird. Tamarind. Ach, guck mal. E-Mail. boonsong15@hotmail.com. Schon wieder. Hey. Ja. Einfach mal Hallo sagen. Einfach mal. Okay, willst du probieren? Das sieht ja fast lächerlich aus, sich da so einen kleinen Fippel rauszunehmen. Ja, aber man weiß ja nie. Ich nehme ja nur kleine Fippel, ey. Also hier so ein Fippel. Also, so sehen die Fippel aus. Also das würde ich ja vielleicht noch einen größeren Fippel essen. Ich zeig das mal ganz kurz. Damit man auch schon reinguckt. Oh, naja, ich muss ja nicht schlafen. Okay, schmeckt richtig kacke. Ja? Das riecht gezuckert, aber es schmeckt irgendwie so säuerlich und diese Früchte an sich. Sehr sauer. Aber wenn man da so richtig mit der Zunge rein. Weißt du, von was das was hat, wenn es so ein Kohl ist, dieser kohlige Nachgeschmack? Und das ist kein Zucker, das ist Salz. Das erschüttert mich einfach nur. Ich mach grad Happy Face, weil das ist echt so. Mir verzieht's gerade die Gesichtsaura, Alter. Komm, noch einen. Wir machen heute erstmals übrigens das Let's Eat beim Erik in the Room und nicht bei mir. Boah, das ist mutig, aber das geht auch noch. Ist jetzt keine Katastrophe. Moment. Das schmeckt so ein bisschen. Boah. Ja, 7-Eleven, da Alter. Kann man auch alle möglichen Kram kaufen. Die schlimmen Sachen haben wir allerdings im MBK auf so einem Markt gekauft, so einem kleinen Stand. Vielleicht habe ich den abgefilmt und vorher nochmal reingemacht in die Sorry, Alter, also der zweite ist noch schlimmer. Wenn du möchtest, nimm dir ruhig. Guck mal, hier gibt es zwei Spucktüten. Für dich eine und für mich eine. Alles gut. Boah, fällt dir mal direkt so bereit, würde ich sagen. Also ich mache mir meine so bereit. Ja, ich kann mir vorstellen, dass eine Hardcore Let's Eat, da könnte ich mal vielleicht. Ja, auf jeden Fall, die schmecken einfach wie. Ich kann es gar nicht beschreiben, das schmeckt einfach super säuerlich und der da drin schmeckt am Anfang ein bisschen wie Lakritze, so eine besonders intensive Lakritze und dann aber so, ich kann es gar nicht beschreiben, ich habe sowas noch nie gegessen einfach, das schmeckt so intensiv, dass einem wirklich das ganze Gesicht verzieht, das kann man also nicht wegsnacken. Nee, das ist echt einfach fies, also man muss es nicht, ich glaube wir sind es auch nicht gewöhnt. Ach, guck mal hier. Nee. Ach ja, unsere beiden Helden hier noch von One Piece, hier gibt's von, ach, ist ja schon wieder von Oishi. Ist wieder von Oishi. Ich hab wieder grünen Tee. Meins ist Oishi Nsen. So. Green Tea. Aber mal wird zweimal mal gekauft, weil es gibt ja so viele One Piece Fans. Oh, die kennt er ja bestimmt hier, ne? Wo ist den Sanji, ne? Sanji. Nsen. Nsen. Hab ich keine Ahnung. Ich muss leider sagen, dass Sanji ist es. Sanji, dead or alive. Oh, für mich sind 77 Millionen Yen. Oder was ist das? Für mich sind 300 Millionen. Alter, geile Scheiße. Ja, Sammelteepackung. Ist aber trotzdem nur grüner Tee, also ist jetzt nichts Aufregendes. Monkey Luffy. So, gib mal eben her. Ich hoffe, ich sage das nicht falsch. Marine. Achso, komm, dann probieren wir das mal. Aber das ist jetzt. Ja, ist grüner Tee. Ja, aber man muss ja immer klein anfangen. So, das wird dasselbe Getränk sein, glaube ich, oder? Ist das auch so, ne? Meinst du ein bisschen mit Zitrone, Honig und grüner Tee? Schmeckt nicht ganz so gut wie der andere grüne Tee. Ein bisschen anders am Ende, aber sonst ist jetzt was ist nicht spektakulär. Grüner Tee. Meiner schmeckt ganz gut sogar. Meiner schmeckt nach Zitrone. Ich wasche mir gerade diese Scheiße aus dem Maul. Dieses. Ja, das hebe ich mir mal auf. Ah. So, ich stelle das hier mal auf den Boden. Womit machen wir dann weiter? Nächste Runde. Läuft das hier aus? Ne? Ole, ole, ole. Okay, was machen wir dann als nächstes? Wollen wir wieder was Harmloses? Wie zum Beispiel
Ja. Rolling Bite. So harmlos scheinen die gar nicht zu sein. It's Rolling Bite. Rolling Bite ist awesome. Das ist nee, einfach. Das ist super harmlos. Das sind Algen einfach. Aber Algen. Okay, einfach leckere Algen. Bei Algen kann man nichts falsch machen. Mach du doch mal auf. Ja, weil du es wieder nicht gebacken gekriegt hast gerade. Aber ich zeig dir mal, wie der Chef das macht. Der Chef macht das. Ja, komm. Wir haben übrigens wieder mitten in der Nacht, weißt du? Ja, es ist gerade lokale Ortszeit, müssten hier jetzt 2 Uhr morgens sein oder so? Ich weiß gar nicht. Irgendwie sowas. Bei euch ist es gerade 6 Stunden früher, das heißt, wir essen hier schon mal in der Zukunft vor. Während du dieses Video siehst, haben wir das schon 6 Stunden in der Zukunft aufgenommen. Oh, ich glaube, wir haben das schon weit in der Zukunft aufgenommen. Mein lieber Freund, weißt du Bescheid, oder? Ja. Da weißt du gleich Bescheid. Stimmt, du bist die Hohler-Genuss. Naja. Na. Schmeckt wie Algenpapier. Mit ein bisschen Fisch. Ja, ein bisschen fischig, ein bisschen salzig, sonst aber. Wie ist das nicht auf? Nö, Alter. Was? Warum muss ich das denn aufessen? Ich hab's doch schon probiert. Schmeckt scheiße. Ja? Oh. Wer kriegt denn da zufälligerweise gerade eine SMS? Weiß ich nicht. Ins ferne Bangkok. Vor allen Dingen nach hier, nach Thailand. So. Einen kann man aufessen. Also ich bin ja kein Fischfreund, deswegen freue ich mich auf dieses Let's Eat besonders. So. Ja, und ich habe ja noch einen gut bei dir, ne? Vergiss es. Du musst heute mitmachen. Aussetzen gibt's nicht. Ich habe keinmal ausgesetzt. Aber Rosinen, mein Freund. Du hast die Datteln und die Rosinen ausgespuckt. Ja, na klar, weil die super ekelhaft waren. Dann darf ich auch ausspucken zweimal. Habe ich nicht gemacht, ne? Ich war so cool, ich habe es nicht gemacht. Ja, du magst sowas ja auch. Du wälzt dich ja in Datteln und genau. Rosinen. Genau, ich habe seitdem kann ich nie wieder Datteln essen. Ach, guck mal, wo wir gerade beim Pimmel Thema sind. Aus wie eine Dattel. Traust du dich? Traust du dich hier? Ach so, ich wollte gerade den hier vorschlagen. Ja, dann schlag mal vor. Ach so, na gut. Alter, ich will das überhaupt nicht essen. Ich will das nicht essen. Ich glaube, ich muss eine Schere holen hierfür, ne? Ich muss ganz kurz eine Schere holen, fürchte ich. Oder kann man das... Du musst stark bleiben. Ey, wir haben so schlimme Sachen gekauft und der Erik ist einfach so ein kranker Bastard, sag ich jetzt mal, ja? Weil der einfach gesagt hat, komm, noch mehr, noch krasser. Ja, natürlich. Die Leute wollen noch was sehen für ihr Geld. Trotzdem schnell mal auf dem Sitz hier, guck mal. Ich hab dir auf den Sitz gekotzt. Ich hab dir auf den Sitz gekotzt. So, geh wieder auf deine Seite, los. Geh auf deine Seite, geh. Aua. So, hallo Freunde, da sind wir wieder beim Let's Eat. Hallo Freunde. Jetzt werde ich wieder steigen wie die Mount Everest, Alter. Ohne Gasmaske. So, weiter geht's. So, Schere ist geholt. Warum bist du warm, ey? Mir hier wird gleich noch viel wärmer. Oh, wir müssen unbedingt. Weißt du, wovor ich Angst habe? Weißt du, wovor ich Angst habe? Vor dem Geruch. Also nicht vor deinem ausnahmsweise, sondern wirklich mal der ausnahmsweise jetzt für Jochen. Oh nein. Riecht erfrischend. Ich muss mich echt konzentrieren gerade, weil ohne Scheiß, dieses Let's Eat wird das Schlimmste ever. Deswegen bin ich auch nicht so zu Witzen veranlagt, weil ich habe echt gesagt, so boah. Das nächste wird mit noch das Schlimmste. Muss das sein? Muss das einfach sein? Okay, komm hier. Wir wissen nicht mal, was es ist. Da steht nur alles auf. Das Problem ist, es ist thailändisch und es ist irgendwas mit Schwein. Und die Thailänder essen bekanntlich auch Maden, Skorpione und irgendwas. Und ich will nicht wissen, was das vom Schwein ist. Obwohl, das sieht einfach aus wie Schweineschinken, Bacon-mäßig. Das sieht wirklich aus wie Bacon. Ja, wenn das Bacon ist, ist ja kein Problem. Das sieht wirklich aus wie Bacon, jetzt wo man es... Aber ich muss das nicht aufessen. Es stinkt nur bestialisch. So sieht das aus. Das sieht aus, als hätte das irgendjemand... Oder am besten, ihr guckt mal selber rein. Pass mal auf, ich gehe jetzt mal zur Kamera. So, kann man das hier so sehen? Nimm dir rein! Nimm doch Kumpels, nimm dir einen, komm! So. Hab ich mal einen hingelegt da? Alter. Komm! Einfach schlucken. Man kann es sicher aus. Das schmeckt so ein bisschen, als hätte man sich gerade frische Einlegesohlen gekauft.
Also ganz ehrlich, Konsistenz. War dieser Nachgeschmack, dieser. Wenn man ein bisschen drauf rumkaut, geht's eigentlich. Das schmeckt nicht ganz so eklig, wie wir gedacht haben und wie es aussieht. Das ist schon fies. Also ich finde es echt fies. Ich finde, das schmeckt ein bisschen wirklich einfach wie Schweine. Krams. Erstmal fängt es sehr zäh an, ist es von der Konsistenz wie so ein Bacon, ne? Aber getrocknet irgendwie und du beißt erstmal rein und leicht geräuchert. Leicht geräuchert, aber das Ding ist, es ist auch süß. Ein bisschen, ja. Irgendwas ist da gezuckert dran. Aber und ich dann hat es so einen schalen Schweingeschmack am Ende. Ich fand es jetzt nicht wirklich so schlimm. Nee, es war kein mega schlimmer Scheiß. Nee. Also ging essbar, war es auf jeden Fall. Kaufen würde ich es mir jetzt nicht. Da werde ich heute Nacht noch aufstehen und snacken. Echt? Echt? Genau wie vom leckeren Tintenfisch, von dem wir nachher noch zehren werden. Oh, den heben wir uns wahrscheinlich als Last Man Standing. Obwohl das hier auch noch richtig übel aussieht, ganz ehrlich. Wollen wir es mal im Anschluss machen gleich? Jetzt? Direkt? Ach komm. Aber das hier sieht aus wie kandierte Slip-Einlagen. Muss man echt mal sagen. Ich habe auf dem Rummel gekauft. Beim Rummel? Vom Rummel, von Rumpel gekauft. Aus zweiter, naja, Hand möchte ich dabei nicht sagen. Boah, die riechen richtig übel. Oh, mein Finger stinkt. Alter. Ey, das ist Alter, das ist der Schlimmste, glaube ich. Also vom Geruch her ist das noch krasser als Captain Eagles Sackglocken. Und das will was sagen. Um das etwa so. Also stellt euch vor, ihr habt. Was hast du mit den Slip-Einlagen gemacht? Stellt euch vor, ihr habt einen süßen Hamster, ne, zu Hause. Also ein Meerschweinchen. Kannst du so nah da drüber hängen. Ich atme durch. Ich bist atme du zu lange in Bangkok. Durch die Kopfporen atme ich gerade. Man musste mir echt sagen, in Bangkok ist es auch so stickig. Also pass auf, aber nicht so stinkig. Pass auf. Stell dir vor, ihr habt einen Hamster oder ein süßes Meerschweinchen, ne? Und aus Versehen vergesst ihr das für ungefähr, sagen wir mal, 2-3 Monate. Und das ist schon in den ersten paar Wochen gestorben. Und das riecht ungefähr, als hätte man das wirklich 3 Wochen lang im Käfig verrotten lassen. So riecht das. Das riecht wie Tierhandlung mal 20. Ja, genau. Das kannst du nur nicht. Da liegt das noch voll. Das klebt voll. Das ist ein Fisch oder sowas. Willst du es haben? Wer ist das gute Hundi? Das tropft wirklich. Alter, das ist ein gute Hundi, Alter. Alter, das ist doch nicht für Menschen, oder? Weil das. Das ist der Schlimmste. Ja, wir wissen nicht, ob das für Menschen ist, weil wir können es ja nicht lesen. Und das Lustige ist, dass die Tante, die uns das verkauft hat, die haben wir uns schon ausgelacht teilweise, weil wir jeden Scheiß mitgenommen haben. Und die konnte teilweise nicht mal sagen, was wir da kaufen, weil die es selber nicht wusste. Weil die selber sowas esse ich nicht. Ja? Da sitzt noch ihre Mutti da, so eine alte Oma, so eine Hutzlinge. Ja, nimm dir doch jetzt einen. Nee, das esse ich nicht komplett. Ich esse so ein kleines Stück davon. Du musst aber reinbeißen. Ich esse den noch nicht komplett. Ich bin noch nicht bescheuert, Alter. Ich dachte schon. Ich beiß mir ein Stück ab. Der ist jetzt schon... Bah! Sag ich doch! Na komm, ein bisschen was muss schon her. Schön, einfach schön. Das war so ekelhaft. So nachts einfach die Nase legen. Komm, ich lege ein Stück ab. Ich beiß da jetzt einfach rein. Okay, mach das. Nee. Nee, kranker Bastard. Ey, der beißt da so ein Riesenstück ab, ohne Scheiß. Das geht ja gar nicht. Alter, wir machen Let's Eat. Nicht ein Let's Pussy. Ja, ich hol meine Punkte gleich wieder bei dem Fluchtflaum raus. Ja, das stimmt, Alter. Schmeckt ein bisschen, wie es riecht, aber nicht ganz so schlimm. Geht eigentlich. Also ich glaube, ein größeres Stück ist schlimmer. Je größer das Stück ist, desto schlimmer ist es, aber... Das geht voll. Also es ist super. Ja, dann bitte. Hau doch mal richtig rein. Also beim großen Stück hast du auch Schmerzen. Wie es riecht. Es schmeckt wie nach Tierhandlung. Ja, genau. Sieht ja ekelhaft. Es schmeckt echt, als würde man so Hamsterstreu fressen. Nee, Fischfutter. Oder Fisch. Futter. Aber Fischfutter sieht nicht so aus, ne? Das wäre schon sehr große Fische. Das sind bestimmt so Fischscheiben oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht identifizieren. Ich glaube, es sind so getrocknete Fischscheiben.
wo irgendwas drauf gibt. Es klebt, die Konsistenz leicht süß sogar am Anfang. Ich glaube, das ist gezuckert auch. Genau beschreiben kann ich es nicht. Und will ich auch gar nicht. So, ich gehe mal kurz Hände waschen. So. Ah, die kleben wie Sau. Ich schmeiße das alles schon mal in eine Tüte. Damit das hier nicht alles so rumliegt. Da haben wir es diesmal ein bisschen ordentlicher, weil wir nehmen jetzt nicht bei Walle im Zimmer auf. Deswegen achte ich da jetzt mal ein bisschen drauf. Ne? Soll ja auch nicht aussehen wie bei Hempels unterm Sofa. Hier sind noch so ekelhafte Sachen. Die darf ich noch nicht zeigen. Boah, ist schon nicht schön. Nee, das. Jetzt, wo es so runterwandert, so langsam. Muss die Hose hochziehen, ne? Muss ja auch mal. Oh, und langsam fängt's an. Ich würde sagen, zwischendurch probieren wir jetzt mal die Melonensamen, oder? Ich habe kurz ein bisschen Wasser noch ins Gesicht gebackt. Echt? So schlimm? Nee, aber so im Moment konzentriere ich mich doch. Ich bin auch nicht so auf den Späßen aufgelegt heute Abend. Echt? Wir haben spät Nummer eins und zweitens konzentriere ich mich noch, weil es wird noch schlimmer. Ach komm. Nee, das Schlimmste, da fängt schon mein Mund an zu schäumen vor Freude. Aua! Boah, wir hatten heute eine Fußmassage. Boah, war das geil. War super. Alle drei Füße? Ich habe alle drei. Ne, drei Beine meinst du? Ja, natürlich. Ne, bei dir sieht es eher aus wie Füße. Du hast ja fünf Zehen auch dran. Und wenn das... Naja, lass mir das Thema... Wie Dr. Soldberg. Ne, wir haben auf jeden Fall eine richtige Fußmassage uns geben lassen und die war echt angenehm. Also wer in Thailand ist, dem kann ich das nur empfehlen. Allerdings haben wir das jetzt nicht im Thailand-Video selber, sondern ich erwähne das ja einfach mal. Und zweitens müsst ihr darauf achten, dass der Laden ein bisschen seriös ist, weil es gibt auch die Massagesalons, wo ihr was anderes als nur eine Fußmassage bekommt. Massage! Mit Happy End nennt man das dann, ne? Ja, ja, ja. Aber das haben wir übrigens nicht gemacht, möchte ich mal sagen. Ja, möchte ich auch mal sagen. Bevor die Leute wieder kommen. Nee, machen wir nicht. Wir sind nicht hier, um das Rotlichtmilieu zu unterstützen, sondern um Spaß zu haben in einem wunderschönen Land namens Thailand. Ja, schön gesagt. So, in diesem Sinne darauf möchte ich gerne einen Reiskeks mit dir teilen. So sehen die Dinger aus. Mm. Und ich glaube, die schmecken bestimmt super. Die schmecken echt gut. Die schmecken echt gut. Mm. Reiskeks. Schuss Melone. Nice süß. Hab mich jetzt super hocker, aber ist okay. Ich finde, Reiskekse schmecken immer so ein bisschen was von Pappe. Hat ein ganz kleines bisschen was von Popcorn mit auch einem leicht Schokoladenüberzug. Ja. Eigentlich geil. Aber die behalte ich. Na, ob du die danach noch behältst, bin ich gespannt. Ja, ja doch, die werden ja nicht so schnell schlecht geworden. Ja klar, wir essen ja ein paar Sachen von diesen Sachen, die uns geschmeckt haben, essen wir dann morgen noch oder so. Die uns nicht geschmeckt haben, nicht. Boah, auf die bin ich sehr gespannt, privat. Ich glaube, die könnten mir schmecken, weil, kennt ihr Peppis? Ich glaube, die sind so ähnlich, die hier. Auch so Bacon, Steak, Chips, ne? Und ja, wollen wir probieren. Okay, willst du jetzt schon essen? Ich dachte noch was Leckeres und wieder was Ekliges, damit wir so ein bisschen... Dann nehmen wir die getrockneten Pflaumen. Ich hasse trockene Pflaumen. Was sind das denn? Was sind das denn? Sind das so Pflaumen? Die sehen da ja noch recht lecker aus, ne? So auf der Verpackung. Sind das Pflaumen oder Zwetschgen oder sind das Mirabellen? Das ist auch so Mirabellen. Ein bisschen näher an die Kamera ran, damit man das mal sieht, so. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Das sieht aus wie Mirabellen. Das müsste doch Pflaume sein, Plum. Ja, aber die können ja sonst was draufschreiben. Fuji Plum. Zeig mal gerade in die Kamera, damit du das entscheiden kannst. Sieht aus wie Mirabellen. Warte, ich stell das mal so. Ah, ne, so. So. Kuckuck. Kuckuck. Guck mal jetzt. Kuckuck. Warte, ich mach nochmal hier den Trick 17. Guck mal hier. So. Was sieht denn hier lecker aus? Ach, guck mal, das ist eine von diesen tollen Nissen. Guck mal hier. Alter, die waren so ekelhaft. Ja, kannst du mal einen naschen. Boah, die waren mega ekelhaft. Ja, die waren richtig wie so. Das ist ja so Auftaktding. Ich bin auch so ein bisschen warm geworden gerade. Warte mal, tu mal Sachen weg, die wir schon jetzt ausprobiert haben. Tu ich mal hier eine Tüte zurück? Ne, hier packen wir hier rein. Hier, ich hab schon eine. Die rote, wo sie herkam. So, was nächstes eigentlich? Ein Fujiplum. Ach ja, hab ich hier, kannst du mal aufmachen. Die waren sehr geil. Oder? Ich freue mich. Jetzt mit der Schere ist das langweiliger, ne? Wenn ich das mit der Schere aufmache. Aber das doof ist, ich achte jetzt auch mehr auf die Schlitze, wo man das aufmachen kann. Ach, hier hast du die anderen reingetan, versteckt, ne? Ja, natürlich. Diese unglaublich köstlichen
Alter, du kannst mir erzählen, was du willst. Also, Trockenobst, meine Theorie. Erstens mal ist es sowieso vergammeltes Obst. Jetzt Finger weg, gleich wird genascht. So. Und zweitens mal, ganz ehrlich, das sieht aus wie Sachen, die man eigentlich auf schmutzigen Wegen im Park findet, wenn die Herrchen wieder nicht hinter ihren Kläffern. Das sieht einfach aus wie kleine Kacke-Köttel. Das sieht aus wie so Riesenkaninchenköttel. Das sind diese Köttel, die man so abdrückt, weißt du, wenn es einfach nicht klappt und dann drückt man und dann kneift man ab und dann hat man genau so, weißt du, so ein Brikettgold nennt man das in Fachkreisen. Winterkirsche. Nee, Winterkirsche ist was anderes. Bitte nicht googeln, was eine Winterkirsche ist. Bitte nicht googeln. Was? Das sind leckere Früchte. Ja, die wachsen im Winter in Piemont. In dunkelfeuchten Gebieten. Wenn die Mangerie-Saison wieder anfängt. Boah, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Sorry, das ist... Mit der Winterkirsche. Ja, nimm deine Winterkirsche. Nee. Hä? Ich will es mal duften und so. Also die riechen ganz normal. Getrocknete Flüchte? Getrocknete Flüchte. Ja, wie die getrocknete Flüchte. So. Ja, bin ich gespannt. Ich hasse getrocknete Früchte, deswegen... Ja, ich auch irgendwie. Du magst getrocknete Früchte? Ich mag getrocknete Früchte, weil ich Rosinen esse, mag ich getrocknete Früchte. Und außerdem hast du dich schon mal verraten, du hast dich voll totgelacht bei den getrockneten, was war das nochmal, Pflaumen oder was das war? Weil du meinst, oh, ich hasse die. Du hast dich voll totgelacht über dich selbst, weil du so frech gelogen hast. Was habe ich nur gemacht, das hätte ich um dich irgendwie zu erzeugen. Ja. So, hier, komm, Prost. Komm hier, Prost. Ich. Prost. Ich gehe. Prost. Geil. Mit einem klaren Apfel. Mit gar nicht schlecht. Klebt ein bisschen, ne? Na gut, vielleicht esse ich meine jetzt auch mal. Nicht so gut? Sorry, das ist gerade... Also ich habe jetzt abgegessen, aber wir sind ja im Kern, muss aufpassen. Ja, mach. Der Füße ist so eklig an. Da kriegt einfach nur vergammelte Füße. Das ist super eklig. Wer frisst denn sowas? Und die sind auch noch gesauert irgendwie. Ja, widerlich. Irgendwas haben die da noch drüber gemacht. Also stell dir mal vor, du kaufst jetzt frische Zwetschgen im Supermarkt, du hast sie frisch gepflückt und dann vergisst sie aus Versehen in deinem Einkaufsbeutel für eine Woche auf der Heizung und dann kommt so eine Scheiße raus, bei uns. Du musst den rauswerfen. So, da ist ein Kern drin. Ich hab noch nicht mal richtig gegessen, weil das so ekelhaft. Das fühlt sich auch so ekelhaft an, wie also so ein Schrumpel. Ich hab das ein bisschen die Haut abgegessen und dann den Rest ausgespuckt. Oder. Das fühlt sich an wie ein Jackhoden. Ich schwöre. Jetzt haben wir schon wieder Jackhoden. Schon wieder Jackhoden. Wie so ein Ziegenhoden. Na, dann machen wir doch mal, warte mal, was gibt's denn noch? Eselhoden. Das reicht, komm, das reicht. Du hast es ja gegessen. Hier. Schmeckt sehr säuerlich. Man schmeckt mega sauer. Aber irgendwie. Man schmeckt die Zwetschge noch raus. Die Zwetschge? Du hast es gar nicht gegessen, du Lügner. Ja klar. Also sieht das jetzt aus, als hätte ich meine Tüte geschissen. Alter, du hast ja fast gar nichts davon. Natürlich. Du hast das ein bisschen abgebissen oder so war's. Ja, Alter, ich bin doch nicht so ein Fressack wie du. Mann, ey. Der isst da diese Tintenfischhoden, weißt du? Und haben Tintenfische so Hoden eigentlich? Bestimmt, oder? Muss es doch geben. In deinem Hoffnungstraum bestimmt, ja. Tintenfisch. Tintenfische? Warum gibt's sowas nicht? Ja, krass. Also Tinte braucht kein Mensch. Das wäre doch echt mal was. Tintenfisch wäre doch eigentlich super, oder? Ja, Tinte braucht kein Mensch. Weißt du, gibt ja Kugelschreiber genug inzwischen. Kugelschreiberfische gibt's auch nicht. Ach, da steht ja noch eine lustige Dose. Na, egal. Hm? Ja. Von einem Namen Laden, den ich jetzt nicht nennen will. Ah, Ey, machen wir jetzt mal Mansum, oder? Was hab ich denn hier noch? Ich hab schon wieder Euschi. Alter, wir haben nur Euschi. Wir machen das nach und nach. Wir probieren erstmal Mansum. Okay. Mansum, echt männlich. Und guck mal, wie cool der Mansum-Typ guckt. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ach, jetzt kriege ich eine SMS. Wahrscheinlich vom Daniele Rizzo. Oh ja, das kann sein. Den haben wir nämlich geschrieben, weil wir gerade für Koh Samui gebucht haben. Aber der hat Bescheid gesagt, der kommt nicht auch eine Woche. Siehst du das? Was schreibt er denn? Top, sagt er. Top. Prost. Zum Wohl. Ich muss diesen Zwetschgengeschmack rauskriegen. Ich kann
kann es nicht deuten. Schmeckt auch säuerlich. Warum Mansom ist das so? Weiß ich nicht, was daran männlich sein soll. Was machst du wieder für ein Spökes? Konzentriere dich mal lieber auf dieses Getränk. Ja, guck mal. Also männlich sieht der Typ jetzt auch nicht aus. Ich hätte ehrlich gesagt, bisher würde es schlimmer werden. Aber wir haben ja noch ein paar Sachen vor uns. Es hat irgendwie... Weiß ich nicht. Hä, kann ich gar nicht definieren. Das ist ein Apfelgetränk oder so, ne? Ja, wieder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Aber ich kann es auch nur definieren. Viel chemischer als der grüne Tee. Also Philo. Der ist auf jeden Fall cool für die Manga-Fans unter euch. Auf jeden Fall eine coole Dose. Ja, also muss ich echt mal sagen. Nice. Und den probieren wir nachher, ne? Erstmal haben wir noch ein bisschen was vor uns. Okay, komm. Und das hier bräuchte man eigentlich ein Glas für, habe ich ja schon. Ja, das machen wir dann. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir... Komm, machen wir hiermit weiter. Hm? Oder wollen wir Captain Iglo Sack haben? Was ist das? Ich denn? Weiß es nicht, was das ist. Ich weiß es einfach nicht, hier steht auch China Rong drauf. China Rong? Ha, China Rong. Jeder kennt die China Rong. Hier in der Gegend, jeder kennt. Ich kann nicht deuten, was drauf steht. Ich kann es einfach nicht deuten. Vielleicht kann es dem jeder ein oder andere sagen, was da drin ist. Vielleicht finden wir es jetzt auch selber heraus. Ich weiß nicht, ob es tierisch oder pflanzlich ist. Ich kann es echt nicht sagen, Alter. Mach doch mal auf, dann probieren wir mal. Mach doch mal auf, das muss aufschneiden, du hast doch die Schere. Du bist der Mann mit der Schere. Mist, das wollte ich gerade. So. Das Dude. Ja. Ich dachte, das wäre lustiger, weißt du? Total lustig. Ich lach mich schon ab. Alter, gut, dass ich die Schere mit habe. Diese Pflaumen können wir auch mal entfernen. Ja, bitte ganz weit weg. Was ist mit meiner Rotztüte? Warum ist die denn hier? Ah, das sieht echt scheiße aus hier drin. Kommst du die Pflaumen da rein? Die will eh keiner mehr essen. Ich bin ganz ehrlich. Sorry, für die Leute, die sagen, wir spielen hier mit Essen. Die sind ja voll die Assis. Ich will's nicht wissen. Ich will das nicht essen. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Es stinkt einfach undefinierbar. Es sieht undefinierbar aus. Alter, das... Das ist bestimmt irgendwas, was an der Autobahn totgefahren wurde. So ein Neugeborenes oder so. Das sieht auf jeden Fall... Alter, was wir hier jetzt wieder... Was wir hier kaufen? Aber was ist eine Telefonnummer? Wir können mal anrufen und fragen, was es ist. Ruf doch mal durch. Also es ist zu spät, es ist schon 2 Uhr morgens gerade hier. Und da war wahrscheinlich schon 2:30 oder so. Gott. Oh mein Gott. Alter, ich schneide das noch ein bisschen undefinierbar. Vor. Alter, die Schere stinkt danach. Ich glaube, das ist, glaube ich, ernsthaft, jetzt mal ganz ehrlich, liebe Freunde da draußen, ich glaube, es ist was Pflanzliches, oder? Es sieht entweder pflanzlich oder tierisches Fett. Oh. Hast du gefurzt? Nee. Ach so. Oh, entweder pflanzlich oder tierisches Fett. Und bei tierisches Fett bekomme ich zu viel. Ja? Mhm. Bin ja eigentlich jemand, der isst lieber sogar... Ein Burger. Ja, einen Burger esse ich gerne, Schnitzel auch, aber sonst esse ich auch gerne mal vegetarisch, wenn ich nicht so ganz... Bei Fleischsorten bin ich ja so ein bisschen manchmal so, oh... Manchmal, ich kann doch nicht so viel Fleisch essen. Ist genau dein Ding. Ich weiß nicht, wie wir das essen sollen. Alter, damit hat man irgendwie im Mittelalter die Fenster verkittet, ganz ehrlich. Das gibt nur Fenster, ey, bohrt mal. Das gibt man noch niemandem zu essen. Alter, das ist Zement. Bah, wie soll man das denn... Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Wir sind trainierte Stuntmen. Alter, da musst du aber auch ganz aufessen, ne? Guck mal, da sind richtige Blasen drin, siehst du das? Ja, da, siehst du das? Guck mal. Du machst mir Lust auf mehr. Ey, geil. Patsch. Patsch. Ja, lass das mal. Patsch. Patsch. Also undefinierbar, wir wissen selber nicht genau, was es ist. Sieht ein bisschen aus wie deine Vorhaut. Hier, undefinierbar. Ich deine Vorhaut aus meinem Gesicht. Toll, super, voll nett. Aber genau auf dem Fisch. Ja. So, lass das mal. Ich hab ja auch noch. Alter. Boah, wenn ich jetzt mal, ey, du hast mir letztens auch eine Packung aufs Bein geworfen. So, hä, eine Packung aufs Bein geworfen? Ja, eine Packung aufs Bein geschlagen. Ich habe Ravens Next und Neck.
Du bist mich immer nur am Mobben. Ich bin immer so nett zu dir, du kleine Missgeburt. Verpiss dich. Jetzt setz dich hier hin, alter Schimpferstinker, ey. Ja, du liegt ein Messer. Geh mal deine Mutter greifen, ey. Griefer. So. Bah! Okay, also ich weiß echt nicht, ob es tierisch-pflanzlich ist. Vielleicht finden wir es raus. Es riecht doch, es riecht pflanzlich. Also man isst so ein Stück hier. Eigentlich riecht das gar nichts. Ich weiß es nicht. Das riecht wie Schlüsselfett. Das riecht sehr süß. Das riecht wie Schlüsselfett, so, ne? Was ist denn Schlüsselfett? Das ist gutes, altes Schlüsselfett. Das wirst du wohl kennen. Nee. Was war denn Schlüsselfett? Kennst du nicht fetteschlüssel.de? Das ist die geilste Seite für Abendunterhaltung. So, warte. Schlüsselfett? Ist das jetzt zum Einfetten von Schlüssel? Genau, Schlüssel genau, genau, so? Genau, okay. Sowas. Riecht so? Das riecht nicht so, ne. Doch. Ne, finde ich nicht. Das riecht ein bisschen wie... Das riecht süß, aber ein bisschen schal. Wie schmeckt? Das ist eine reingebissen. Schmeckt wie Trockenfrucht. Ach so, cool, okay, runter damit. Bäh, wenn man drauf kaut, ist das total das gute Gefühl. Bäh. Das ist, glaube ich, diese Tamarind oder Tamarin oder was weiß ich, wie das heißt. Ah, die schmeckt so. Ja, das ist so einfach nur ekelhaft. Die schmeckt wie so der Schale beim Kohlgeschmack nachher. Wenn man so alten Kohl isst. Alter, die ist einfach nur ekelhaft. Ich muss das, ich kann es gar nicht erklären, richtig. Boah, mir ist auch ein bisschen warm gerade hier. Das ist die ganze Zeit warm. Wir haben uns auch einen kleinen Sonnenbrand auch noch geholt oben drauf. So, ich würde sagen, es wird Zeit für Sauerbraten. Oder hier für, Alter, ist das Krustenbraten? Ja, Krustenbraten mit Käsechips. Boah, die sind bestimmt Krustenbraten, geil. Krustenbraten, Käsechips. Mm. Mm. Yeah. Es ist Zeit für Spaß. Boah. Spaß. Ey, du hast mich explodieren gebracht. Ich wollte dich zur Explosion gebracht. Der hat dich zur Explosion gebracht. Mm. Die schmecken echt, die riechen echt die Fettis. Ich glaube, die schmecken auch so. Ich glaube, die sind gut. Das Geile ist ja, du kaufst eine riesen Packung und wie viel ist drin? Weißt du, du kaufst 5 Kilo Packung und da drin liegen 3 Stück. Geil. Ja? Also wer so Speckchips mag oder so. Wer voll lecker. Finde ich auch gut. Voll lecker. Ne? Geil. Boah. Ja. Super. Komm, Rest of it eats, mach mal hier. Einen nehme ich noch davon. Ich nehme noch 2. Ich nehme auch einen. Na? Und noch einen nimmst du mir auch noch einen. Dann nimmst du noch einen. Na Mann, Prost! Das ist eine gute Methode, um sich vor dem restlichen Scheiß zu drücken. Okay, jetzt trinken wir erstmal hier was, würde ich sagen. Komm. Und langsam knapp mit Getränken, ne? Ne, den habt ihr gesehen. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was im Petto. Haben wir noch Getränke, eigentlich? Oh, ging ja noch mal gerade so gut, ey. Schön, dass du Teilbar zusiffen. So. Hä? Das ist auch grüner Tee? Alter, wir kaufen nur grünen Tee. Wir haben heute nicht grünen Tee gekauft. Das ist kein grüner. Das hat so einen schokoladigen Nachgeschmack. Und das ist aber ein Getränk, das sprudelt und hat einen Schokoladengeschmack. Charcuta! Ey, jetzt ohne Scheiß, oder? Das ist ein schokoladigen Geschmack, ne? Ja, schmeckt wie Eistee und im Abgang wie ein Stück Schokolade. Und aber erfrischend. Das ist ja merkwürdig. Habe ich noch nie getrunken. Erfrischendes Getränk mit Schokoladengeschmack. Was sprudelt? Das hört sich fast unmöglich an. Ja. Ist wirklich so, ne? Ich denke immer nach darüber, wie man die Sachen so beschreiben könnte, was ja gar nicht so leicht ist, weil wir sind ja unser, jetzt weiß ich nicht, 5. Let's Eat oder 6.? 6.? 6.? 5. oder 6.? 5. ne? 5. Ja, 50, glaube ich. Boah, mittlerweile 5 Let's Eats gab es schon. Ja. Wir schlagen uns wacker. Ich finde, bisher sind wir sehr gut dabei. Vielleicht können wir noch aus der anderen Tüte sowas nehmen, wenn wir es heute... Naja, vielleicht auch nicht. Die machen wir zum Schluss. Nee, die machen wir zum Schluss, ne? Okay, dann machen wir jetzt die. Da muss man mal mit der Schere dran. Also das sind, glaube ich, Schweineschwänze. Und ich meine, man weiß es nicht. Also es könnten normale Würstchen sein, es könnten aber auch, das auch Penisstücke sein, jetzt ohne Scheiß. Das ist nicht so unrealistisch hier, weil man, dann die haben wirklich... Schweinepenis wollte ich nicht essen. Wir haben ungefähr alle Stücke vom Schwein gekauft, die es so gibt, glaube ich. Schweinepenis. Oder Schweineschwanz, irgendwie sowas ist es. Aber wenn das so der Knorpel vom Schweinepenis wäre, das wäre absolut ekelhaft.
Kannst du wieder in so einem Lolli, kannst du lange konzernen einfach. Ja, er nennt mich ruhig Weichei. Das machen auch nur so Leute, die sollen mir gerne ein Video antworten posten, wie sie Schweinepenis. Die sitzen bestimmt zu Hause, die dann sagen, ja, wie Weichei, die sitzen dann zu Hause und sagen, genau, jetzt ein Schweinepenis im beim Mund. Beim letzten weißt du? Netz bestimmt schon. Oh. Hier. Oh, Alter. Alter! Oh, das riecht wie fett pur. Okay. Oh, das stinkt bis hier, Alter! Wie kann denn was so stinken? Warum nur? Alter, ich. Wir haben auf jeden Fall einen Rekord gebrochen von Dingen, die stinken. Also nicht wir, sondern die Dinger hier. Das natürlich. Kann man ja nicht riechen, aber es riecht echt. Aber ich glaube, der anfängliche Mock ist verflogen. Das war so ein bisschen intensiv in der Tüte drin. Boah! Alter, der anfängliche Mock ist verflogen. Dreht dir das Ding zu mir. Alter! Boah, nimm mal so ein Nils. Jetzt weiß ich, warum die Asiaten so einen Mundschutz tragen manchmal. Alter! Weil irgendwie wieder ein Schweinepenis nascht. Alter! Das stinkt die ganze Zeit. Ich muss hier noch pennen. Ich muss hier noch pennen. Ich kann ohne Scheiß, wenn ich den Geruch, kommt mir fast die Kotze direkt hoch. Jetzt ohne Scheiß. Nimm mal so richtig mäßig. Nein, ich nein. Boah, ey, ohne Scheiß, du kotzt was. Alter, ey. Davon, dann geht's Alter. Nicht klar. Warum haben wir solche Snacks genommen? Der Gronkh meinte einfach, oh ja, wir betreiben heute voll. Wir machen jetzt voll das krasse, extrem Hardcore-Enzid. Alter, das ist nicht normal, wie das stinkt. Das ist einfach nur ekelerregend vom Feinsten. Hol mal so einen raus und zeig mal die Kamera. Also das war ein Dicker. Na, Baby? 30 Zentimeter. Leben kleiner Peter. Na, wie wär's? 10 nackte Friseuse. Setz dich doch mal auf meinen Schweinepenis. Mit richtig feuchten ja, Haaren. Möchtest du, komm, wir brechen brüderlich einen Schweinepenis. Alter, selbst der kleine Schwänis hier. Der Schwänis. War gut gemacht. Ja. Ich esse das nicht auf. Alter. Ich will das nicht. Das ist doch kein Schweinepenis, oder? Ich jetzt weiß mal nicht. Ehrlich. Da sind so viele Röhren drin, ich kann das gar nicht. Warte mal, das ist so. Das kenne ich. Kennst du das auch? Ist das Schweinekruste? So Schweinehaut? Haut? Ja, ist ne? Das ist Haut. Und zusammengerollt zu so einem Wurst. Zusammengerollte Schweinehaut. Ich glaube, das ist echt Schweinehaut. Das ist auf jeden Fall ein Hauptgewinn vielleicht gegenüber. Ist das Schweinevorhaut vom. Oh, kross. Das eine ist fett, ne? Habe ich recht? Wir lehnen uns auch immer mit dem Bauch so auf dieses Bett, was total behindert ist. Einfach nur. Da würde einem ja nur noch schlechter. Das Schlimme ist, man kann das essen. Das sagt er jetzt wieder, um mich zu überzeugen. Nee. Scheiß mit nein. Ja, ja, klar. Ich esse sogar noch ein Stück. Ja, es stinkt wie die Hölle. Es stinkt wirklich. Also wenn es in der Hölle so stinken würde, dann wird da evakuiert. So stinkt das, wirklich. Das ist ja wahr. Du Scheiße, ey. Der macht's wirklich, Alter. Das könnte ja nicht so schlimm sein. Es schmeckt viel besser, als es stinkt. Mhm. Aber es schmeckt auch scheiße. Es schmeckt einfach wie Chips. Nee. Schmeckt ist aber nicht ekelhaft, Leute. Wenn man so einen Schweinebraten hat, dann die Haut auskühlen lässt, so die krustige Haut, und die dann ist. Und das mit ein bisschen fettiger Haut, aber ganz ja, ehrlich. Und das ist unsaftig. Ja, muss man nicht essen, man kann es aber durchaus essen. Also man kann es essen, also es ist nicht, es stinkt aber einfach nur wie Fett. Es stinkt einfach wie irgendwas, was man bei einem sehr dicken Menschen eine Hautfalte vergessen hat. Irgendwas. Ja, das riecht so wie Gänsefett geronnenes. So, weißt du, wie, als hättest du die Weihnachtsgans 3 Tage stehen lassen, noch bis zum 27. Und oder hast, so. Hast du über mehrere Tage aufgekocht oder sonst irgendwas und das Fett ist einfach wieder aufgekocht, abgekühlt und so. Ja. Also bei dem Gestank vergeht dann wirklich alles. Wenn du die Packung aufmachst, ist halt am schlimmsten. Stinkt immer noch, aber nicht mehr so krass jetzt. Es verfliegt hier im Raum, in dem der Gronkh schlafen muss. Zum Glück gibt es hier gute Lüftung. Ich müsste die mal hochschalten eigentlich, aber das mache ich dann nach der Aufnahme.
Das Problem ist, wir haben jetzt noch 3 ekelhafte Sachen und nur noch 2 leckere. Wir müssen jetzt noch eine ekelhafte Sache essen. Wir haben 2 ekelhafte Sachen. Ich würde sagen... Was ist das? Da weiß ich nicht mal, was das ist. Also das ist aber bestimmt nichts Ekliges. Kann ich das mal aufmachen? Es ist kein Fisch drauf, es ist kein... Nee, lass mal gleich machen, oder? Lass mal gleich machen. Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Der Luschert. So. Aha, Product of Thailand. Mhm. Es ist Product of Thailand, aber es ist wieder Captain Iglos Sakara. Die kennen wir ja schon. Die haben wir ja schon mal genossen. Der kam ja schon mal in den zweifelhaften Geschmack. Ach, hier ist ja schon... Das ist eine richtige Wohltat nach den Penissen. Captain Iglos Sakara. Im Vergleich ist das wirklich ein Raumerfrischer jetzt. Das ist schon krass. Das ist Taiwan Let's Eat. Boah, die stinken aber auch echt immer noch nach Tierhandlung. Ja, ist halt Asien, da gibt es die natürlich nicht nur in Taiwan. Ich weiß gar nicht, ob das genau die sind. Ach, guck mal, die sind erst vor kurzem produziert worden. Siehst du, 21.12. Ach, krass. Die sind quasi frisch gerodet. Ja, frisch vor einem Monat oder so. Ja. Oder zwei. Wenn ihr das Let's Play, Let's Eat vielleicht seht. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch das anguckt. Aber es ist ein... Ach, guck mal. Meat, 80%? Hä? Meat? Das sind noch Fischdinge. Meat Pete oder was? Ja, wahrscheinlich Meat Pete. Wahrscheinlich Fischfleisch. Ja, Fischfleisch, 80% Fischfleisch. Sugar, 7% Zucker. Ich finde auch die thailändischen Buchstaben so geil. Vielleicht kann ich das gerade nochmal... Das kann ich lieber mit was anderem zeigen, oder? Lass uns doch essen. Ah, die habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, ne? Ja, die kennt man ja schon. Komm. Boah, das ist einfach das Schlimmste. Ich würde mich auch gerne drücken, aber wir haben es fast hinter uns. Nee, das geht ja noch echt. So. Die schmecken richtig scheiße, aber ich weiß wenigstens, was auf mich zukommt. Die schmecken immer noch überraschend gut. Es ist immer wieder eine Freude. Weißt du, was ich mache? Boah, du bist krank einfach. Ich bin asiatischer Lehrmeister. Alter, wie das stinkt. Ja, das, die schmecken auch richtig scheiße immer noch, sorry. Bah! Bah! Warum hauen wir jetzt hier so einen Mist rein, ey? Was finde ich alle? Bah! Hallo, du isst doch nicht mehr Fisch als ich. Ich esse fast gar keinen Fisch. Miau! Was? Miau! Warte mal. Miau! Jetzt klebt das nicht mehr. Miau! Wie so ein abgeranzter. Ach komm. Ich habe einen hochroten Kopf wahrscheinlich, ne? Boah, ich auch. Mir ist auch so heiß gerade. Boah. Boah, jetzt ist es übertrieben warm. Wir haben ja 35 Grad im Moment. Jetzt entfaltet sich der Geschmack erst so richtig. Ja, ich hab's dir doch gesagt, du wolltest mir nicht glauben. Ich hab andere Probleme. Die Kernigosackhaare sind nicht besser geworden, Alter. Die sind echt nicht besser geworden, mein Bester. Die sind immer noch so ekelhaft. Wir haben zum Glück diesen Bento-Fisch diesmal weggelassen. Ja? Hm, alles okay? Brauchst du die Kotztüte? Bah! Okay, was zu trinken erstmal wieder, oder? Nee, weiter geht's. Wir haben noch 3 ekelige Sachen aus dem gehabt. Scheiße, die haben wir ja auch noch. Mhm. Das wird unser, das ist sehr klein, aber das wird unser Meisterstück heute. Ich glaube, der Nachtisch quasi. So denkt man noch, so denkt man noch bestimmt, das ist eine halb so wild, diese Verpackung. Das ist ein Marsriegel. Ja, natürlich. Köstlicher Marsriegel. Ich freue mich, Snickers. So, das hast du schon aufgemacht, ne? Ja, komm, das könnte gut sein. Ich zeig das mal ganz kurz von vorne. Boah, Alter, wie viel Müll hier schon rumliegt. Ha, ist sie lecker! Ist sie lecker, 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 lecker! Muss ich essen? Hier, essen? Gib her! So, hier! Danke! Das freut mich so sehr! Ja, da! Boah, voll so. Boah, echt. Was ist das denn? Ey, geil! Geil, warte mal. Ach, das ist ja cool. Das sind ja Bärchen mit Nutella. Oh, geil. Bärchen, Keksbärchen mit Nutella. Danke, Weifel. Ey, gib her. Das, bin auch mal. Das hier sind deine Keksbärchen. Dann esse ich die hier. Alter, was ist das denn cooles? Hammer lecker. Richtig geil. Also nicht der Typ da hinten, sondern die Dinger hier vorne. Was? Nee, ich hänge nur so rum.
Boah, Alter, nimm mal einen, die sind super. Ja, würde ich gerne, aber du beanspruchst die ja sofort für dich. Richtig geil. Das ist so ein bisschen Ambrosia nach dem heutigen Tag. Geil, Abend. Einfach nur. Ey, geil. Endlich mal das Black Shops essen. Wir wussten gar nicht, was da drin ist, ehrlich gesagt. Njam Njam sind die echt. Njam Njam. Die heißt noch so. Njam Njam. Willst du einen? Okay, weil es mal gerade was Leckeres ist zwischendurch. Oh, die Nutella reicht aber nicht für uns. Nee, überhaupt nicht. Haben sie ein bisschen gespart. So eine asiatische Portion. Für Asiaten ist ja auch alles doppelt so groß. Also es sind schon richtig ordentliche Kekse normalerweise. Obwohl das ja keine Nutella ist, sondern eine Nuss-Nougat-Creme wahrscheinlich, ne? Es gibt ja auch andere Nuss-Nougat-Creme, wie zum Beispiel Nusspli. Nutoka, kennst du Nutoka? Weißt du, wovon der Nutoka war? Oder ist? Nee. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Von Aldi. Es gibt natürlich auch noch andere Discounter, wie zum Beispiel Lidl. Plus. Und Plus gibt es ja gar nicht mehr. Netto heißt er ja heute. Falls es dem zum Zeitpunkt, wo du das Video siehst, noch gibt. Gibt es noch Tengelmann? Oder A und P, attraktiv und preiswert? Boah, die kenne ich auch noch, ja. Sieht ein bisschen aus, nee, wie Tortellini. Das ist, glaube ich, nur die Form der Packung. Und das Problem ist, wir wissen nicht genau, was es ist. Es ist irgendwas vom Tintenfisch. Aber wir wissen nicht genau, was es eigentlich ist. Dass irgendwelche komischen Haare oder... haben Tintenfische überhaupt Haare? Das Ding ist, der Gronkh ist der eigentlich ganz gerne Fisch. Ich überhaupt nicht. Aber nicht so. Ich esse gern. Wenn, dann Zander kann ich sehr empfehlen. Ach, du bist es. Frank Zander. Frank Zander, ja, den alten Fisch. Alter, guck mal hier. Guckt euch das mal an. Hallo? Jetzt presse ich, ne? Jetzt presse ich. Vielleicht, ich halte mal näher ran. Was ist denn das? Das sieht ja aus wie... Batteriesäure? Nee. Sondern? Was ist das? Was ist denn das? Da sind Trauben drauf, ne? Bah! Was ist denn das? Ist das geronnen, oder? Bah! Guckt euch das mal an hier! Bah! Das sieht aus wie Gel! Damit mache ich mir morgens die Haare, wenn ich die mal mache und nicht so aussehe wie jetzt gerade. Das ist doch kein Getränk. Alter, ich tue mir auch noch was da rein. Ah, ich muss das auch trinken? Ja, wir müssen es beide, ne? Weg da. Habe ich irgendwie das Gefühl, als würde mir gerade irgendwie sowas wie Sperma trinken oder so. Ja, der Joey von Dschungelcamp, hast du es gesehen, wie der dieses Schweinesperma weggeballert hat? Nee. Alter, der hat das einfach ohne nachzudenken. Also so richtig weggepfiffen oder so, was? So ein ganzes Glas. So, auf jeden Fall, Der Joey aus dem Dschungelcamp. Das ja, ist der Dschungelkönig geworden. Ist ja auch, so wird es ja wahrscheinlich auch mal irgendwann abgehen. Wenn ja, man das hat ja ein bisschen was mit Let's Eat. Also das ist ja Let's Eat Hardcore Hardcore. Nochmal Hardcore Plus, so. Was die machen. Mein lieber Freund, ich wünsche dir Stößchen. Wonach riecht das? Nach Trauben? Warte, ich sag's dir. Trauben, Zitrone und Trauben. Das riecht doch nicht nach, das riecht nach gar nichts von dem. Warte, ich kann ja sogar sagen, was drin ist. Mixed Fruit Juice. 15% Grape, 10% Lime, 5% Fructose, 6% Sugar. Man sieht das im Glas leider nicht mehr, also in der Kamera nicht so gut, wie das von oben aussieht. Scheiße. Hast du getrunken? Du hast noch gar nicht getrunken. Was? Ich hab's schon weg. Sehe ich, ja. Okay, auf Ex oder was? Auf Ex. War schön, dich kennengelernt zu haben. Oh. Wenn die Stückchen da so runterschallern, ey. Ich glaube, wir haben uns gerade verhurt. Alter. Ey, wer trinkt denn sowas? Damit kannst du Kinder später für einen Strich konditionieren. Das geht nicht, Freunde. Sowas darf man nicht verkaufen. Was haben wir da gerade getrunken, Alter? Also schlucken können wir jetzt. Wie die Profis, Alter. Boah, ekelhaft. Also das hat sich wirklich interessant angefühlt. Dieses ist, ey, boah, mir ist echt warm gerade. Ich kriege hier die Hitzeballung, ey. Wir haben es fast geschafft. Noch drei Dinger, ey. Noch drei Stück. Und jetzt können wir ja zeigen, was ist. Einmal ein leckeres, glaube ich. Nee, das zeigen wir noch nicht. Nee, das sind Schokodinger. Ja? Die heben wir uns für nach diesem Squid. Einige auch. Werden das hier wahrscheinlich auch lecker finden. Das ist wahrscheinlich für einige eine Delikatesse. Jetzt erstmal natürlich hier. Achselhaare eines Tintenfisches. Ist das offen? Das kann nicht offen. Das ist echt spannend, ne? Ja, nicht so. Geht so eigentlich. Was das hier was wohl ist, was das hier ist.
Oh, mir ist ein bisschen schlecht von diesen Grapes gerade. Aber mir ist ein bisschen schlecht, weil wir auch die ganze Zeit, weißt du, du hast so viele unterschiedliche Sachen im Bauch. Das ist halt auch mal das Hauptproblem bei den Let's Eat. Weißt du, die Leute sagen, stell dich nicht so an, du hast da eine Dattel gegessen oder irgendwie ein Stück Tintenfisch. Und dann isst du aber Schwein, ekelhaft, Tintenfisch, ekelhaft. Riech mal bitte. Riech doch mal einfach. Boah, nee, das geht nicht. Alter. Boah. Jetzt könnt ihr zum Beispiel euch das Video Taipei Nightlife in Taipei reinziehen. Ich glaube, da ist er diesen tollen Tintenfisch. Aber ganz ehrlich, das war frischer Tintenfisch, irgendwie gekocht mit ein bisschen Panade und was weiß ich. Aber das hier ist einfach getrockneter, was weiß ich was, Tintenfisch. Der aus die Sägespäne. Ekelhaft. Und einfach riecht wieder so extremst krass nach Fisch, so, dass man es kaum beschreiben kann. Prost, also, komm, Prost. Okay, ich tue es. Prost. Auf. Auf, Augen zu und durch, komm, Augen zu und durch. Mega. Boah, den spur ich aus. Boah, das ist absolut. Boah, ich muss mal kurz. Ich muss ja halt um 5 mal die Zähne putzen. Okay, mir stellt irgendwas auf. Ich muss sagen, ich fand die Feige schlimmer. Was? Willst du mich verarschen? Das war einfach nur. Ich fand die Feige wirklich schlimmer. Die Feige habe ich fast gegessen komplett. Da hatte ich ja nur so ein bisschen noch am Kern. Ist jetzt kein Hochgenuss. Du warst einfach hier? Feige. Nee, gar, ja, komm. Okay, wollen wir jetzt hier betteln? Nee. Wollen wir uns betteln? Nee. Nee. Also, den konnte ich. Ich habe den probiert und das reicht. Da kann man eine schöne Perücke drauf. Ja, ganz ehrlich, ich hätte beinahe gekotzt. Jetzt ohne Scheiß. Ich fand das super ekelerregend. Und ich weiß, dass ein paar Leute mir zustimmen werden bei sowas, dass wenn die sowas essen hier müssen, ganz ehrlich, so ein getrockneter, ekelhafter Tintenfisch, der stinkt bis wilde Nacht. Kann mir daraus einen Haarkranz stricken. Alter, das stinkt doch ekelhaft. Du bist auch, Alter, ey, ganz komisch. Was der Geruch für ein Typ ist, ey. Hier haben wir schon wieder eine Kackwurst auf dem Logo. Irgendwie scheint ja Kackwürste ganz groß zu sein. Achso. Ich zeige euch nochmal eine Kamera. Jetzt muss ich immer rumlaufen. Oh, man hat, glaube ich, gerade eben schon gesehen, was das hier ist. Karl, die Kackwurst wurde nicht gefragt. Man hatte ihn einfach fortgejagt. Da sieht man ihn ganz gut. Karl, die Kackwurst. Karl, die Kackwurst. Das Coole ist, bei Karl, der Kackwurst sind auch coole Action-Sticker mit dabei. Mhm. Ganz toll. Da freue ich mich. Hey, wie toll ist das denn? Ja. Hey, 5 Euro und ich esse 2 davon. Kaninchenkacke. Das klebt hier einfach. Kackwurst ist da nicht. Hier, nimm dir mal Kaninchenkacke ein Stückchen. Oh, Kaninchenkacke. Wow, lecker. Naja, ist okay. Hey, die haben ein bisschen was von Kamen Rider Dobe. Kellogg's Schoko, wie heißt denn noch? Schokopops, ne? Ja. Ja. Ich heiße Kokosuppe, Arzt für Arzt. Ah, noch niemand. Frühstückerpraste. Ey, wenn ihr den Tiger nie. Manchmal esse ich Captain Iglo Sackhaare und manchmal auch Oktopodenhoden. So, Pumbui, Pumbui. Pumbui heißt übrigens interessanterweise dicker Bauch. Vielleicht heißt es aber auch Pumbui und wir haben den Typen noch verstanden. Ja, das kann sein. Vielleicht heißt es auch Pumbui. Wir wissen es nicht genau. Wir sind ja keine Thailänder und wir können auch nicht so gut Thailändisch, bis auf Sabadikap, Kapung Kap und sowas. Kapung Krab. Soll ich mal die Kamera halten? Ja, wenn du willst. Bitte schön. So, das wollte der Sarah zu Hause unbedingt essen, deswegen wird er es auch alleine machen. Und zwar ist Original Flavor Baby Clam, Babymuscheln. Leckere, köstliche, Achtung. Halt mal deinen Kopf gerade, sonst will. Warte mal. Dann sieht das so aus, als würde ich den Kopf stechen. Komm pum, mal. Pum, pum, pum. Und so sehen die aus. Essen. Und wer. Wir krass, haben schon mal. Wir müssen, immer das, werde. Wir müssen dazu sagen. Wenn du kommst, werde ich heller. Wenn du weggehst, werde ich dunkel. Geh mal gerade aus dem Bild. Ist meine Aura. Nee, pass auf. Nee, warte, ich geh ich mal aus dem Bild. Ich muss mal ganz kurz. Dunkler. Guck mal. Siehste? Ich scheine immer hell. Jetzt ich werde unscharf, wieder, weil die Kamera sich auf dich stellt. Jetzt werde ich wieder scharf. Heller. Wenn du kommst, werde ich scharf. So,
Sport. Nee, auf jeden Fall. Wir müssen dazu sagen, wir haben in Taiwan schon mal Baby-Austern gegessen. Haben wir Austern gegessen? Ja, Baby-Austern. Baby-Austern, das war so ekelhaft. Das war das ekelhafteste. Das war da wirklich das ekelhafteste, was ich jemals gegessen habe. Weiß ich nicht. Muss meine Frisur sein. Du bist ein bisschen wieder scharf. Auf jeden Fall war es das ekelhafteste, was wir jemals gegessen haben. Baby-Austern abschlürfen, Alter, das ging gar nicht. Wir haben es leider nicht gefilmt. Damals gab es noch keine Let's Eats. Die haben wir erst ein paar Tage später erfunden. Ohne Scheiß, das war das ekelhafteste Essen, was wir je gegessen haben. Das war ein Taipei 101. Das war in diesem riesen Turm, 400 irgendwas Meter ist der hoch. Und wir hatten da ein richtig schönes Dinner und wir wurden da eingeladen von so einer Spieleschmiede. Und das Ding ist, man will ja da nicht unhöflich sein, wenn man zu so einem 8-Gänge-Menü eingeladen wird, ne? Ja. Und die Baby-Austern haben wir bekommen, die waren so verglibbert im Mund, das war mit das Schlimmste ever. Das war so noch schlimmer als dieser Tintenfisch, aber wir haben es dann gegessen und durften es ja nicht mal anstellen, weil wir mussten es ja irgendwie essen. Und das Krasse ist, nachher haben wir erfahren, dass wir irgendwie eine Gehirnsuppe hatten. Mit ein paar Gehirnstücken drin. Ja, das nächste Mal in Taiwan haben wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen fürs Let's Eat. Baby-Austern und Gehirnsuppe. War das war so, die Suppe war auch so ekelhaft fettig, ich wusste das gar nicht. Hab da auch nur einen Löffel von genommen, ein bisschen probiert. Und die war so fett, das war einfach so wie Gänsefett pur in so einer Suppe und dann mit irgendwelchen Gänsehörnern drin, oder? Oh mein Gott. Ich muss wieder zur Kamera laufen, es tut mir echt leid. Leute. Ich hoffe, man sieht das auch. Sieht man das so ein bisschen? Ich tue mir mal ein bisschen was auf die Hand. OMG. Ja, so sieht das aus, was wir hier essen. Ich weiß nicht. Ich bin der Sarata, ich liebe Baby-Austern. Ih, mir ist einer auf den Koffer gefallen. Die nimmst du. Ein Koffer als Stativ hier. Ausnahmsweise. So. Was mache ich jetzt mit der Hand? Komm, ich leg da halt Bettdecke rein und schmeiß was weg. Echt? Oder ich lasse es einfach in der Hand liegen. Ah, Alter. Na, mein Kleiner, magst du vielleicht einen Bonbon haben? Der Onkel hat köstliche Bonbons für dich. Angst. Getrocknete Babymuschel, ey, sorry. Hallo? Komm, hau weg, den Humpen. Ach komm, was soll's. Scharf, ne? Ja, meins nicht. Schmeckt genau wie Captain Iglo Sackhaare. Mhm. Aber genau so. Ja. Noch ein? Nö. Komm, noch ein? Nö. Einkommen. Alter, sag mir, ob das tierisch ist oder was weiß ich was. Ich glaube, das ist ein Tier. Das riecht schon wieder wie eine Zuhandlung. Das riecht wie Fisch, ne? Und vor allem, das sieht alles bah, was ist undefinierbar aus. Fisch dann? Ist das ein Auge? So, das war das Let's Eat für heute. Okay. Ja, du hast es ausgesucht. Jetzt müssen wir da durch. Das ist Fisch, getrockneter Fisch mit einer Glasur von Honig und Sesam. Meiner Meinung nach. Und das ist kein stinknormaler Fisch. Das sind einfach so Fische, inklusive Augen, Haut und Haare und Schuppen und ekelhaft. Du siehst hier sogar noch diesen diese Streifen. Diese Ader, ne? Diese Ader oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Haben Fische Blut? Nee. Nee, doch. Da ist eine Paprika noch drin, glaube ich. Nee, aber dieses Dunkle hier könnte eine Ader sein. Das ist eine Ader. Auf jeden Fall sowas wie eine Ader. Und diese stromlinienförmige. Nein, das sieht aus wie Krampfadern. Wir essen hier gerade Krampfadern von Fischen, wenn sie was überhaupt haben. Ich weiß, ich kenne Fische, mich bei Fischen nicht so aus. Das ganze Stück kommt. Alter. Nee. Das sieht ja aus, als wäre da noch ein Käfer drin. Wir hauen das ganze Stück weg. Ja, ein super Tag heute. Ich bin froh, dass es nicht erst 3 Uhr morgens ist oder so und wir uns immer nachts diese Scheiße reinpfeifen, weil wir eh schon komplett fertig sind vom Tag. Und am nächsten Tag ist uns meistens schlecht. Zumindest in Arabien war mir am nächsten Tag schlecht. Tja, Freunde. Alter! Ich kann nicht mehr kauen, weil er so ekelhaft ist.
Boah, ich mag gar nicht mehr. Ey, ich muss das alles nicht zusammen. Ich kann nicht mehr richtig kaufen. Boah, willst du spucken? Hier, spuck. Spuck's aus, Alter. Das, das ist das Ekelhafteste. Oh, Alter, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht, ey. Sorry. Ich fühle mich so vergewaltigt, Alter. Oh mein Gott. Du beißt rein und der ganze Stinkefußsaft ergießt sich in deinem Mund und das fühlt sich in so einer Kombination einfach, das ist... Alter. Mein persönliches Highlight des Abends. Das übertrifft auf jeden Fall noch den Tintenfisch. Also das war einfach das, das war mega krass. Alter, da sind sogar noch Haare dran, ohne Scheiß jetzt. Guck mal, siehst du das? Das ist aus wie eine Schnecke. Alter, vielleicht sind das so Schnecken getrocknet. Nee, ich glaube, das ist für Fisch, aber halt. Boah, mir ist gerade. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, hier sind echt noch Augen dran und so. Da ist doch noch hier ein Stück von. Guck mal hier, ohne Scheiß. Das ist so ein Weiß vom Auge noch. Boah, ich will das gar nicht mehr. Das ist. Ja. Bah, ein Fischauge, Alter. Boah, jetzt brennt es bei mir im Mund. Boah, voll mega scharf war das auch noch. Mega scharf, also wirklich einfach widerlichste Küche ever. Ja? Also ich weiß nicht, wie man... Ich wer kauft Ahnung. Sich so einen Scheiß? Also ganz ehrlich, ich liebe die Thailänder, ich liebe die Kultur, ich liebe super. Die Menschen, alles ganz toll, das Wetter, Taco, Tuki, Bangkok, faszinierende Stadt, die Inseln, super ländlich teilweise und so weiter und so fort, alles schön. Freunde, das geht einfach nicht. Das könnt ihr nicht machen. Es ist das noch schlimmer als in Taiwan, finde ich. Ja, das ist noch schlimmer. Als 3 Milliarden aber abgesehen, schlimmer. Abgesehen von dem 101-Dinner. Und viele haben ja gemerkt, viele haben das ja verwechselt, Taiwan und Thailand. Das sind natürlich völlig andere Länder. Also Taiwan ist eigentlich die Republic of China und hier in Thailand ist natürlich in Südostasien noch ein bisschen weiter südlich. Völlig verschiedene Länder, die dürft ihr nicht verwechseln. Klar sind es asiatische Länder, aber andere, verschiedene Länder. Oder werden wir wieder unscharf, warum die Kamera heute immer unscharf wird zwischendurch. Das muss an den Dämpfen liegen, die da rauskommen. Alter, hier stinkt's auch richtig wie die Pest. Schön, ich freue mich hier zu pennen. Wird super heute Nacht. Wir müssen auf jeden Fall das irgendwie in Safe sperren oder so. So eine Scheiß. Ich stell's vor die Tür einfach. Ja, Freunde, das war unser erstes Let's Eat aus Bangkok. Nee, ja. Unser erstes aus Thailand, Entschuldigung. Genau. Let's Eat Bangkok Hardcore. Wisst ihr was, ich muss mir ganz kurz noch was Leckeres machen. Also meine absoluten Favoriten waren zum einen diese, hoffentlich hört man mich noch, zum einen diese, wo sind die denn hin? Sehe ich jetzt gerade nicht. Was suchst du denn? Diese kleinen Bärchen mit der Schoko. Die Bärchen habe ich weggeschmissen, weil da war eh keine Schoko mehr drin. Ach so, oh schade. Apropos wegschmeißen. Hey, ja. Immer eine gute Idee. Also die Bärchen mit der Schokosoße waren sehr gut. Ich bin natürlich auch mehr casual, muss ich sagen. Dann haben die mir ganz okay geschmeckt, die waren ganz lecker. Ach doch. Die hier waren auch sehr geil, diese Eigenchips einfach. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's wirklich. Und dann die Melonenkekse. Also okay. Die Reiskekse schmecken halt wie Reiskekse mit ein bisschen, naja. Ah. Dann, Alter, ich muss mir auch mal ganz kurz den Geschmack rausholen. Mhm. Unbedingt, ja. Aber das war's sonst, wirklich. Wow. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr darauf. Die Spitzenklasse ist auf jeden Fall dieses gerade undefinierbare Fischzeug, was echt scharf ist, was wir jetzt zum Abschluss eigentlich gegessen haben. Danach der Tintenfisch. Danach die Austern. Nee, fand ich nicht. Das waren nicht Austern, sondern... diese Babymuscheln. Muscheln. Mhm. Die waren auch fies, aber die waren nicht so schlimm wie der Tintenfisch. Ich fand, der war voll ekelhaft. Ja, den hat man doch schon auf dem Platz 2. Naja, okay. Klar, die Austern. Ach so, ich dachte, du meinst die Austern nach dem undefinierbaren Fisch. Ja. So, ja. Wir wünschen euch noch einen super Tag. Vielen Dank fürs Mitschauen und hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Super-Homies die Städte unsicher machen oder eben irgendwelchen Mist fressen. Ja, bei Let's Break Together. Let's Brech. So, Freunde. Let's Break Together. Bis zum nächsten Mal. Ja, der Ball ist eh schon tot. Den kann ich ja. Ne, kann ich ja. Wenn ich den hier runterschubse, dann knallt er voll gegen die Wand. Ja, aua. So. Okay, Freunde, das war's. Und nicht vergessen, auch das nächste Mal wieder einschalten. Tschüss.